gerade bin ich dran, ich habe schon alles nachgekriegt. Und schade, ich habe gesagt, während die Frau Kaidin herkommen, die sagt morgen etc. Aber bin ich bis zu das hier kommen, der wäre gekommen heute morgen. Jetzt weiter. Singen wir noch erst meine Mutter, meine Mama. Ah ja, ja, das ja, meine ich Mama. Ist es nicht? Nee, leider. Okay. Ich sing's vor, Herr Günther. Nicht ganz einfach. Okay. Meine Mutter, meine Mama. Durch die Liebesflamme,
Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ich bin der heilige Josef und ich darf euch heute von Gott Vater aus ein Blumenkränzlein auf euer Haupt setzen. Gott Vater hat großes Wohlgefallen an euren Gebeten und an euren Gesängen. Ihr seht das Jesuskind jetzt so. Und der kleine Jesusknabe hat eine große, große Freude, weil ihr so zahlreich hier im Gnadenhaus sind. Und eine größere Freude hat er jetzt, guckt er, dass das Jesuskind nicht so einspuckt, zu sind zwei Kinder, weil die beiden Kinder so mit ihren Eltern hierher ins Gnadenhaus gekommen sind. Und die haben Gott, dem dreifaltigen Gott, die Ehre geschenkt mit euren Gebeten und Gesängen. Jesus ist das schön. Und jetzt darf ich mit zu jedem kommen, mit dem kleinen Jesusknabe, und darf jedem ein Blumenkränzlein aufs Haupt legen. Es sind ganz frische Blüten, die direkt vom Himmel kommen. Und diese Gnade, die ihr jetzt bekommt, hat euch die liebe Gottesmutter, meine Braut, erfleht und erbetet. Ja, das glaube ich. Und so rufe ich als heiliger Josef jedem von euch zu, kommt immer wieder hierher ins Gnadenhaus. Jesus wartet. Ja, erwartet mit großer Sehnsucht auf jeden von euch. Und jetzt macht euch bereit. Jetzt hat er, am rechten Arm hat er dieses Kind und jetzt kommt immer wieder Kränzlein rein. Geht er von Person zu Person. Sie legt auf den Kopf, aber das ist schön. Euch blüht nicht warum anderen. Sagt er noch einmal. Es sind frische, ganz frische Blüten, die direkt vom Himmel kommen. So eine Gnade. Komm dann zu mir. Heiliger Josef, ich danke dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Oh, Schisi. Kommst du, bist da? Geht er rein, er ist gleich bald durch. Jetzt geht er zu den zwei Kindern, legt denen jeder mal Grenze auf den Kopf. Jetzt
steht da wieder an der Altar mit dem Jesuskind. Steht da doch. Ich freue mich, wenn ich euch so anschaue, kommt große, große Freude in mein Herz. Und so darf ich euch und auch euch beide Kinder mit viel, viel Himmelssegen segnen und in diesem Segen, den ihr jetzt empfängt, sind viele Gnade enthalten. Und so rufe ich euch zu, am kommenden Sonntag dürft ihr die erste Kerze am Adventskranz anzünden. Und bereitet euch vor, bis Jesus an Weihnachten geboren wird im Stall zu Bethlehem. Die Freude ist dann in jedem von euch ganz groß, weil ihr Jesus im Krippelein anbeten dürft. Und nun bleibt weiterhin in der Liebe und in der Treue zu Jesus und zu seiner Kirche. Und nun segnen wir euch noch einmal, so segnen wir beide euch noch einmal, damit ihr den Kampf besteht, denn Satan ist ganz gewaltig und er möchte euch zerstören, aber ihr bekommt immer wieder Hilfe und Kraft von uns vom Himmel. So segnen wir beide, dieses Kindchen nach, segnen wir euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt dreht sie sich in alle Himmelsrichtungen und segnet. Oh, schi. Jetzt guckt sie uns wieder auf. Jetzt geht da, dieses Kindle geht wieder auf dem Josef sei Arm. Jetzt kommt er aber. Ja, hat geklopft jemand. Jetzt verneigt sie sich ganz tief. Und jetzt geht es wieder weg. Oh, schade. Es war zu schief. Ich bin der heilige Josef und ich darf euch heute von Gott Vater aus ein Blumenkränzlein auf euer Haupt setzen. Gott Vater hat großes Wohlgefallen an euren Gebeten und an euren Gesängen. Jetzt hebt das Jesuskind wieder so. Und der kleine Jesusknabe hat eine große, große Freude, weil ihr so zahlreich hier im Gnadenhaus seid. Und eine größere Freude hat er. Jetzt guckt er, lass das Jesuskind nicht zu euch gucken, zu den zwei Kindern. Weil die beiden Kinder so mit ihren Eltern hierher ins Gnadenhaus gekommen sind. Und die haben Gott, dem dreifaltigen Gott, die Ehre geschenkt mit euren Gebeten und Gesängen. Jesus ist schön. Und jetzt darf ich mit zu jedem kommen, mit dem kleinen Jesusknabe und darf jedem ein Blumenkränzlein aufs Haupt legen. Es sind ganz frische Blüten,
die direkt vom Himmel kommen. Und diese Gnade, die ihr jetzt bekommt, hat euch die liebe Gottesmutter, meine Braut, erfleht und erbetet. Ja, das glaube ich. Und so rufe ich als heiliger Josef jedem von euch zu, kommt immer wieder hierher ins Gnadenhaus. Jesus wartet, ja, erwartet mit großer Sehnsucht auf jeden von euch. Und jetzt macht euch bereit. Jetzt hat er, am rechten Arm hat er dieses Kind und jetzt holt, kommt immer wieder Kränzchen ein. Geht er von Person zu Person. Sie legt auf den Kopf, aber das ist schön. Euch blüht neben am anderen. Das ist schön. Sagt er noch einmal. Es sind frische, ganz frische Blüten, die direkt vom Himmel kommen. So eine Gnade. Kommt er zu mir. Heiliger Josef, ich danke dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Oh, Schischi. Kommst du, Christoph? Geht er weiter? Ich bleib bald durch. Jetzt geht er zu den zwei Kindern. Ich denke, jeder mal grenzt auf den Kopf. Jetzt geht er wieder an den Altar mit dem Jesuskind. Steht er da. Ich freue mich, wenn ich euch so anschaue, kommt große, große Freude in mein Herz. Und so darf ich euch und auch euch beide Kinder mit viel, viel Himmelssegen segnen und in diesem Segen, den ihr jetzt empfängt, sind viele Gnade enthalten. Und so rufe ich euch zu, am kommenden Sonntag dürft ihr die erste Kerze am Adventskranz anzünden. Und bereitet euch vor, bis Jesus an Weihnachten geboren wird im Stall zu Bethlehem. Die Freude ist dann in jedem von euch ganz groß, weil ihr Jesus im Krippelein anbeten dürft. Und nun bleibt weiterhin in der Liebe und in der Treue zu Jesus und zu seiner Kirche. Und nun segnen wir euch noch einmal, dieses Kind hätte recht in Linti. So segnen wir beide euch noch einmal, damit ihr den Kampf besteht, denn Satan ist ganz gewaltig und er möchte euch zerstören, aber ihr bekommt immer wieder Hilfe und Kraft von uns vom Himmel. So segnen wir beide, dieses Kindlein, segnen wir euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt dreht sie sich in alle Himmelsrichtungen und segnet. Oh, schön, schön. Jetzt guckt sie uns wieder an. Jetzt geht da, dieses Kind geht wieder auf dem Josef sein Arm. Jetzt kommt er was. Ja, hat geklopft jemand. Jetzt verneigen sie den Namen. Seid ihr Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Amen.
gewinnen als besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria Rosa Mystica, wie schön ist dein Kind zu sein. O schließe, Rosa Mystica, in deine Arme uns ein. Mutter Gottes, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, O Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute deine Marienkinder mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, O Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute deine Marienkinder mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, O Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns armen Sünder und überflute deine Marienkinder mit dem Gnadenwirken deiner Liebe.
bist da wie nur am Montag nach Tag Urlaub bist. Ah. Meine Gebet um die Gnade der Liebesflamme, mir bete es gerade vor. Ich hab's gehört. Ja. Allerheiligste Jungfrau Maria, meine himmlische Mutter, ich öffne dir mein Herz und bitte dich mit kindlicher Liebe, mit demütigem Glauben, entzünde meinem Herzen die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Gib mir meinen Lieben, den Priestern und allen Gottgeweihten, sowie allen Menschen, die für sie notwendigen Gnaden. Hilf, dass wir im guten und im gottgefälligen, tugendhaften Leben beharrlich bleiben. Wir bitten dich, komm uns zu Hilfe und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.